Also man beachte unter anderem das Grundbauwerk, wo die Pfeiler drauf sind. Es ist natürlich vollkommen naheliegend, dass man dieses Kulturgut hier nicht zerstört, sondern dass man es im Gegenteil ummünzt, um es als Teil dieser alten Ortschaft, als Monument der Zeit zu zeigen. Und wäre es wie ein römisches Aquädukt, das wird doch auch keiner abreißen, auch wenn es nur noch zum Teil besteht. Ja, liebe Zuschauende, in unserer Zeit gibt es gelegentlich Tendenzen, alte Bauwerke, aber auch alte Bäume nicht so zu schützen, wie wir das an sich erwarten würden oder wie es diese alten Denkmale verdient haben. Ich erinnere mal an die Tatsache, dass es uns leichter fällt, mitten in einer großen Stadt eine mächtige Linde oder eine uralte Eiche zu finden, als in einem normalen deutschen sogenannten Wald, der ja nachweislich kein vollständiges Ökosystem ist, sondern ein Ökosystemoid, also etwas, was nur nachempfunden ist, was aber nicht einen eigenen Lebenshaushalt hat. Wie das mit den alten Bäumen ist, so geht es auch mit alten Brücken. Und da gibt es eine A-Brücke, die man als Nepomuk-Brücke häufiger kennt. Die steht in Rech und das gehört zum Landkreis Ahrweiler. Diese Brücke wurde ja am 15. Juli beim Katastrophenhochwasser 2021 sehr stark beschädigt. Ein ganzer Brückenbogen wurde entfernt, beim Hochwasser weggerissen und auch ein Teil des Bodens, des Ufers davon. Und nun steht diese Ruine da in der Landschaft und diese Bilder, die wir hier sehen, zeugen davon. Nun hat im Dezember 2021 der Gemeinderat von Rech mit 8 Ja- und 3 Nein-Stimmen die Reste des denkmalgeschützten Bauwerks zum Abriss empfohlen. Angeblich will man damit das Risiko für erneute Überschwemmungen minimieren, aber das kann gar nicht dadurch geschehen. Dafür bietet diese Brücke viel zu wenig Widerstand. Es gibt ja auch gar keinen Grund, diesen vierten weggerissenen Bogen überhaupt zu ersetzen. Aber die Brücke ist immerhin auf einen initialen Bau von mindestens 1723 zurückzuführen. Und sie wurde dann 1759 voll ausgebaut. 1804 gab es ein Hochwasser. Da wurden zwei Bögen ergänzt und ich folge hier der Darstellung in Wikipedia Ahrbrücke. Das Hochwasser am 13. Juni 1910 zerstörte viele Brücken, jedoch nicht die bei Dernau und Rech. Dann kam die ursprüngliche Steinfigur des heiligen Nepomuk, die 1789 auf einer Brüstung aufgestellt worden war, durch amerikanische Besatzungstruppen 1919 in die Ahr gestürzt. 1920 gab es dann vom Eifelverein eine Basaltfigur. Und die Sanierungsarbeiten an dieser Brücke wurden dann 2008 mit fast 1 Million Euro durchgeführt und dienten dazu, die Brücke zu erhalten. Und jetzt ist sie ebenso stark geschädigt. Jetzt kann man aber diese Brücke erhalten. Wichtig ist vor allem, dass man die riesige Hochwassergefahr durch die Auffüllungen oberhalb von Rech, wir haben darüber bereits in mehreren Filmen berichtet, dass man diese Auffüllung entfernt und entsprechende Abfangeinrichtungen für Hochwässer schafft, die sich auf die Gemeinde Rech zubewegen werden, wenn es nur wieder so ein Hochwasser gibt. Und es muss noch nicht mal ein Katastrophenhochwasser sein. Man kann aber diese Brücke einbinden in den künftigen Nutzungsverband für Nah- und Fernerholung. Das wird herzlich empfohlen. Von der Seite, wo sie ungeschädigt zugänglich ist, kann sie erschlossen werden. Man kann auf die A gehen. Man könnte dort zum Beispiel Tische einrichten. Man könnte kleine A-Brückenfeste einrichten, ja, wo dann da oben auch ein Ausschank stattfindet. Und selbstverständlich muss das, was da eingerichtet wird, in gewisser Weise mobil sein, weil überflutet werden kann sie ja nach derzeitiger Situation auch nächstens wieder. Aber dort, wo der vierte Arm und die Uferbefestigung weggerissen wird, dort möge man den Durchlass für Hochwasser verbessern. Das bedeutet eine stellenweise Tieferlegung an der Stelle, nur an der Stelle, versteint, sodass die Dynamik abgefangen werden kann. Und die Brücke soll den Menschen in der Region erhalten bleiben. Viele Besucher, das weiß ich aus eigener Erfahrung,
freuen sich, wenn sie diese Brücke jedes Jahr einmal wenigstens sehen. Und die Region wäre völlig falsch beraten, würde sie dieses wunderschöne Bauwerk, ja, eine sehr gute Brückengestaltung überdies, zerstören. Man könnte auch in dem Bild von Wikipedia, das ich hier einblende, flussaufwärts die Deckwerke der Bogenständer besser schützen. Also man könnte weiter voraus diese Deckwerke noch gründen oder ausstreichen lassen. Es gibt viele Ideen, man soll es nur den richtigen Planern und Ingenieuren übertragen. Dann wird der richtige Weg gefunden. Und stellen Sie sich vor, man wird die Ahr nicht oberhalb von Rech so gerade weiterhin durchschießen lassen, wie das die Wasserbauer nennen, wenn Wasser schnell fließt und der Fluss sich tiefen erodiert, sondern man würde sie der ursprünglichen Situation entsprechend eher näher am rechtsseitigen Hang der Ahr, also von Rech blickend an der linken Seite, verlaufen lassen, damit sie Strömungsenergie abbauen kann, den weiten Bogen nutzend. Man würde dieses beispielsweise machen und entsprechende Seitenarme, wie wir das im Film Nummer 6 beschrieben haben, herstellen. Dann wird man die Wucht des Hochwassers für Rech mildern. Das ist natürlich nur eine Gruppe von Einzelmaßnahmen für Rech, aber es wird sich für die Unterliga auswirken. Und sowohl die Unterliga als auch die Oberliga haben entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es kann alles getan werden, Fluss und Menschenleben dort sicherer zu gestalten. Viele Ideen gibt's. Danke.